1, 2, 3. Wir haben Spaß mit Carla und Kai. Kommt alle mit. 1, 2, 3. Hier ist noch frei bei Carla und Kai. Now today, children, in our drama lesson, we want to practice our German play. Schlechtes Wetter für Tiere. Now let's just practice reading it. And tomorrow we are going to be on stage and we will practice a bit more. Hallo Krokodil. Hallo Affe. Wie geht's? Nicht so gut. Es ist warm. Ja, du hast recht. Es ist heiß. Schau mal. Da kommt der Hase. Good, well done, children. We just need to work a little bit on the pronunciation, but we can do this tomorrow. Now, for now, Alexander, could you go and just try your costume in the costume room? Yes, of course. Oh, die Kinder haben uns gesehen. Ich habe Angst. Sie sehen gefährlich aus. Quatsch. Sie sehen freundlich aus. Oh, sie haben eine Lupe. Guck sie besser freundlich an. Okay, wir haben viele Beine. Wer ist das? Was machen sie mit uns? Wohin bringen sie uns? Wo ist ein Versteck? Aha, sie wollen uns in ihr Klassenzimmer bringen. Sehr nett. Sie möchten, dass wir es bequem haben. Fantastisch. Wir machen eine Reise in einer Federmappe. Wow, wir haben Glück. Schau, wir haben einen schönen Stuhl. Wir haben einen roten Teppich. Come on, little guys, don't be scared. Now come on, there's a good one. And you now, come on, and jump off there, good. Do you think they're hungry? I mean, they've had a long day. Sie bringen uns etwas zu essen. Wir sind die VIPs. Es gibt Käsebrötchen oder Weintrauben. Das ist nicht mein Geschmack. Oh ja, eine Brezel. Das ist toll. Ich habe wirklich Hunger. Ich auch. Mann! Das schmeckt wie eine echte deutsche Brezel. Ich habe gerade an Deutschland gedacht. Ich habe Heimweh. Ich auch. Ich denke an meine Mama, an meinen Papa, an meinen Bruder und meine Schwester. Und ich denke an meine Oma und meinen Opa. Kai, wollen wir wieder nach Deutschland fahren? Ja, das machen wir. They can be German. Yeah, probably. That's it! They're German! Oh my gosh, what are they? Oh, sie haben es gecheckt. Ja, wir sind aus Deutschland. Gut, dass wir jetzt alleine sind. Die Kinder müssen nach Hause gehen. Wann fahren wir zurück nach Deutschland? Bald. Lass uns den Blog schreiben. Und bevor wir gehen, machen wir eine Party. Brezel, Käsebrot, Früchte, das ist genug für alle unsere Freunde. Super Idee von Carla! Der Theaterraum in der Schule ist sehr groß. Du kannst viele spannende Dinge sehen. Perücken, Mäntel, Masken, Puppen und Jacken. Die Kinder haben uns Brezeln und Limonade gekauft. Wir können eine Party feiern. Kommst du auch?
Sie sagen, wir sind zu viele. Kein Problem. Wir fahren zurück nach Deutschland. Ja, nichts wie weg. Es wird ungemütlich. Tschüss! Auf Wiedersehen in Deutschland!